ich ersticke. Verdammt, hier ist eine Hitze wie in der Sauna. Also mal wieder viel Lärm um nichts, wie üblich. Ich habe nochmal alles kontrolliert. Da sind wir unseren Kunden schuldig. Soll ich Sie zum Fahrstuhl begleiten? Danke, ich finde ihn schon selbst. Ja, ja, Sie werden es nicht glauben. Es laufen eine Menge Wahnsinnige frei rum. Ich kann immer noch nicht fassen, wie so ein Unglück möglich ist. Na, jedenfalls, eins steht fest. So ein Lift bewegt sich nicht von allein. Oh, du trägst schwarze Unterwäsche. Ja, für dich. Und worin besteht das Hauptproblem für Sie? Der Lift macht Sachen, die er nicht machen dürfte. Das mache ich auch gelegentlich. Ja, aber Sie sind keine Maschine. Vielen Dank. Weg damit, sind Sie verrückt? Da stimmt was nicht. Du musst doch was wissen. Du hast daran gearbeitet. Es sind Unglücksfälle passiert. Zwei Menschen sind umgekommen. Du musst es mir sagen. Was ist mit diesem Lift los? Wir haben ausgezeichnete Verbindungen zu dieser Firma. Wie können Sie behaupten, deren Elektronik taugt nichts? Das habe ich nicht gesagt. Sie werden sich von dem Lift jetzt fernhalten. Und zwar ein für alle Mal. Haben Sie verstanden? Schon, hol mich hier raus! Oh Gott. Der Fahrstuhl.